Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schalter, der Staffel 3 im Hardcore-Modus. Hardkern, ja, harter Kern ist noch dabei. Vielen Dank dafür. Und wir sind hier weiter am Sachen einsammeln. Laptop wäre nicht schlecht für Drähte, ne? Das heißt, wir schmeißen das Holz, den Motor, die Wolle schmeißen wir raus. Nehmen das auf jeden Fall mal mit. Kunststoff brauchen wir nicht unbedingt. Da haben wir noch ganz viel Benzinkanister, die wir hier recyceln können. So, die gute Claudine soll eigentlich mal schlafen gehen. Und wir schauen nochmal, was der Karl hier so findet auf seiner Tour. Kann eigentlich mal ein bisschen putzen. Macht's auch. Macht's gut. Macht's richtig. Und der gute Clemens, der kann sich eigentlich wieder ans Funkspruch geben. Zuletzt haben wir ja einen Handelswert von 30 gehabt für Fleisch. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Glaube, normal war 10, oder? Gut war 15 und 30 ist schon richtig nice. Oder ist normal 15 und 30? Ich weiß es gerade nicht. Mittelgroßes Haus in Sicht. Wir werden die Fremden mal ansprechen. Um das mittelgroße Haus noch zu plündern, weil Häuser sind echt, echt gut. Da kann man gute Sachen finden. Wir gucken mal, ob die Susan vielleicht handeln möchte mit uns. Jawohl, und wir würden sogar ein bisschen was zu essen kriegen. Und könnten ihr dafür geben 10. Könnten ihr dafür... Ne, den müssen wir behalten. Können wir ihr dafür geben? Drei. Sechs. Eben 8, 9, 10. Also haben wir noch ein bisschen Platz wieder. Jo. Sehr gut. Und hauptsächlich hier fürs Charisma ist das gut. Als wieder ein halbes Buch weniger lesen. So, und wir können uns die Objekte hier angucken. Sehr gut. Brennstoff. Der erste, den wir jetzt hier finden unterwegs. Holz ist gut, das wollten wir mitnehmen. Die beiden Sachen brauchen wir eigentlich nicht. Wir können den Zement ruhig mitnehmen. Haben wir noch einen Slot frei, aber grundsätzlich nicht so ganz dringend notwendig. So, sie wird mal noch ein bisschen trainieren. Und die gute Virginia mal ein Schlückchen trinken und dann wird sie sich hier ans Bücherlesen machen. So, hier gucken wir mal. Lass mal schauen. Wasserkondensator wäre wieder eine Option. Der große Gefrierschrank sowieso immer mal. Ja. Ja, machen wir ruhig. Dauert es nicht so lange. Wenn er noch nicht so ganz runtergewirtschaftet ist, das ist ganz gut. So, Strom haben wir noch da. Wir könnten auch mal wieder den Ofen anschmeißen eigentlich. Wäre eine Option, ne? Wir haben ja genug Kohle aktuell. Die brauchen wir sonst nicht. Das heißt, wir hauen einfach mal wieder Kohle rein. Und dann haben wir hier ein bisschen Ruhe, weißt du? Wird eh gerade kein Strom erzeugt hier durch die Solarmodule, weil es dunkel ist. Und wenn der Ofen läuft, dann sowieso auch nicht. Claudine, meine Liebe. Ja, warte mal. Ja, du kannst hier oben noch ein bisschen trainieren. Du kannst hier nochmal trainieren. Oh Gott. Nein! So, Clemens, gehen wir nach unten. Mary Day, die ist feige. Die stellen wir hier trotzdem wieder an die Front. Kriegt's halt Probleme, ist egal. Mary Day muss an die Front. So, Charlotte stellen wir mal... Weiß ich nicht, stellen wir mal... könnten hier Lebensmittel klauen. Virginia muss auf jeden Fall noch hier hoch. Mary Day muss das Ding mal... Ah, das ist aktiviert. Okay, wir müssen das nochmal aktivieren. Das nochmal aktivieren. So, Claudine. Claudine stellen wir auch nochmal hier hin, falls sie das Wasser holen wollen, weißt du? Stellen wir hier hin. So. Clemens... da habe ich nicht so Bock, wenn der was abkriegt. Charlotte kann schon. Oh, die sind zu dritt. Alter, Falter. So, die hauen wir hier hin. Wenn sie feige ist, dann im Zweifel geht sie drauf. Ist auch egal. So, Virginia ist am Start. Wir haben Mary Day am Start und wir haben hier als Absicherung die Claudine. Na gut, Freunde. Wird es die letzte Folge? Ich gehe erstmal den Karl angucken. So, sie ist schon wieder im Arsch. Verfehlt. 65 abgezogen. So, jetzt wird geschossen. Und, jawohl, Vorschlaghammer ist am Start. Gucken wir die Jennifer.
hat nicht mehr viel. Boom. Zack. Das gäbe ordentlich Menschenfleisch. Wollen wir aber nicht. So, weiter geht's. Der nächste kommt. Und auch der ist ordentlich schon mal angenatzelt worden von unserer geilen Falle. So. Nice. So, Mary. Du kannst mal hier auf jeden Fall reparieren, bitte. Und du kümmerst dich mal um die Leute. Die werden nämlich verbrannt. So. Alle weg da. Schnell weg. Verbrennen, verbrennen, verbrennen. Objekt untersuchen. Oh, was ist denn hier Schönes? Haben wir eine Zange schon? Im Besitz 2, ja. Gut, wir könnten also durchaus mal mit einer Zange auch handeln, ne? So, was haben wir denn hier noch? Das wollten wir wegtun. Dann nehmen wir die Drähte mit, Freunde. Das geht nicht, macht nichts. Das geht auch nicht. Ist nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Aber Zange, ja, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Würde lieber die Sachen, die wir so haben, mitnehmen. Hier kriegen wir nämlich auch Drähte raus. Und die brauchen wir aktuell dringender. Sehr gut. So, hier wird repariert. Ja? Die ist ausgehungert. Wieso das denn? Hier wird verbrannt ordentlich. Ja. So, wir gucken erstmal, was die gute Betty will. Lasst mich rein, ich brauche dringend Unterschlupf. Nein. Also, ich glaube, die Mary, die so richtig abgehärtet ist, die nicht. Leiche, komm mal her. Leiche, jawohl, verbrennen. So richtig klappt das nicht mit der Schocktherapie und der Konfrontationstherapie. Die hockt sich immer hin, die feige Sau. Die müssen wir echt auf Expedition schicken. Anders geht's nicht, Leute. Warum verbrennt er denn die Leiche nicht? Hallo? So, jetzt aber. Dann können wir mit ihr auch nochmal das Ding reparieren. Was? Das kann ich nicht tun. Ach, ist zu klein. Können nur die Erwachsenen wahrscheinlich. Ja. Gut, gut, gut. So, wie sieht's denn hier jetzt mit dem... Oh, was haben wir denn hier? Keilriemen. Hallo. Auf dem großen Schrottplatz. Hallo, Freunde. Ja, herzlich willkommen. Ja, nice. Ja, nehmen wir uns natürlich mit. Keine Frage, Leute. Da lassen wir doch auf jeden Fall mal die Kohle hier. Und wir lassen das... Wir lassen mal... Ne, Schalter nehmen wir mit. Dann lassen wir den ausgebrannten Laptop lassen wir hier. Dann nehmen wir uns die beiden Keilriemen mit. Ja, zwei sind besser als einer. Außerdem kann man dann damit handeln. Das würde ich gerne mitnehmen. Ah, geht nicht. Wegen Rohre, weißt du? Dann lassen wir mal... Ja, Farbe finde ich auch gut. Ich finde den Bunker ein bisschen schöner machen. Hat durchaus auch eine Priorität. Dann lassen wir mal hier die Sicherung und nehmen das noch mit. Weißt du? Ja, auch wenn es zwei sind, aber ist egal. Dann haben wir hier Ventile noch. Das ist gut. Und der Rest passt doch so. Ja, nice. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Ah, okay, wir könnten auch mal uns hier an die Munitionspresse machen. Und noch ein bisschen Gewehrmunition herstellen, weißt du? Das Ganze gleich zweimal. Weil diese Wachgewehrfalle ist der Knaller. So, du kannst mal den Anzug nehmen, wo ich auch hier hochjuckeln, oder? Ich denke... So, die nimmt sich jetzt die Leiche und verbrennt die. Da haben wir da alle Schäden beseitigt. Wie sieht's denn aus? Mary. Ist die traumatisiert? Nein, überhaupt nicht. Sonst irgendjemand traumatisiert nach diesem fiesen Angriff hier zu dritt auf unserem Bunker? Nö. Interessiert die alle einen Scheiß? Ist unglaublich. So, wir gucken uns jetzt mal die Karte an. Das ist ja so ein bisschen untergegangen hier in dem ganzen Trubel. Was wir da so gefunden haben. So, gucke mal. Wir haben hier eine kleine Polizeidienststelle. Wir haben den Flughafen, wir haben einen großen Schrottplatz, wir haben eine Tankstelle. Wir haben ein Gefängnis. Alter, das ist ja das Eldorado zum Looten hier. Und das Eldorado für Expeditionen. Wir haben ein Eisenbahngeschäft, wir haben einen kleinen Schrottplatz und einen großen Schrottplatz. Ist der Hammer. Ist der Hammer. Das ist meine Stadt, Leute. Das ist meine Stadt. Sehr, sehr nice. Richtig stark. Gefällt mir richtig gut. Finde ich hammermäßig. Hammermäßig. Wunderbar. Ja. Prima.
Wie viel von den Stolperdrähten haben wir noch? Kann mir das jemand beantworten? 7. Alles easy, alles gut. Kein Problem. Jo. So, die ist auch fertig. Gut, dann wird sie sich hier mal drum kümmern. Und sie kümmert sich gleich darum noch. Okay, ja, Polizeidienststelle. Ja. Motor, Draht. Das sind alles Sachen, die wir haben wollen. Leder brauchen wir nicht wirklich, haben wir 84. Alter Falter, Seil haben wir. Und Magnesium, ja, für Granaten irgendwie, aber so richtig coole Granaten können wir ja noch nicht machen. Nur die Blendgranate, weil irgendwie warten wir da noch auf ein Update, oder? Dass man sich auch mal ein paar Waffen herstellen kann. So, aber wir werden uns hier nochmal eindecken. Wir haben 19 im Besitz und hauen da nochmal was raus. Und werden anschließend gleich nochmal uns um den Stolperdraht kümmern, dass wir da auch safe sind. Jemand über den Weg gelaufen. Sie wollen reden. Ah, toll. Karl. Reden ist nicht deine große Stärke, nur schlagen. Hey, geh nicht einfach so weiter. Hey, ganz ruhig. Ich habe ein paar gute Sachen zum Handeln. Hast du Interesse? Versuch bloß nicht, mich übers Ohr zu hauen. Das will man nie tun. Ja, würde ich gerne nehmen, den Benzinkanister, und würde dafür sogar einmal Lebensmittel raushauen. Oder dreimal Motor. Das würde ich auch machen. Jawohl. Und Charisma auf 13 hier. Sehr gut. Na Mensch, fantastisch. Bunker ist wieder fit. Wollte eigentlich nochmal hier reparieren. Oh, Moment. Ja, ist gut. Ist alles schick hier. Hör mal auf. So, zack, die Tiere holen wir uns beide. Na, ja, vielleicht. Mal gucken. So, eine Kirche. Ja, mal gucken. In der Kirche könnte auch was Schönes sein. So. Die sind immer noch, obwohl auf Maximum, anfälliger und gehen schneller kaputt als die Solargeräte, habe ich so das Gefühl, ne? Ist natürlich nicht so schön. So, wie sieht's aus? 37 von 40. Ja. Kirche in Sicht. Ja, ich würde gerne in die Kirche gehen. Nur nicht übermütig werden. Wen haben wir denn da? Es ist einer und er hat nichts. Ah, nice. Ryan, mein Freund. Ich würde gerne mit dir handeln. Benzin nehmen wir und dafür... Ach. Ja, dafür würde ich sogar 2 Lebensmittel opfern. Ja, nehmen wir einen Nagel noch mit, was soll's. So. Und jetzt können wir uns die Kirche angucken. Und was haben wir da drin? Ein Nagel, ein Rohr. Wir wollen Rohre haben. Ja, mehr geht nicht, ne? Nope. Ach, Holz. Okay, ja. Okay. Hätte ich fast übersehen. Mal gut, dass ich nochmal da durchgegangen bin. So, 98, 100. Zack, zack, die beiden. Da können wir dann auch nochmal, wenn wir schon dabei sind, machen wir das nochmal eben. So, mittelgroßes Haus. Ja, fein. Ja gut, dann wissen wir, wo die nächste Expedition hingeht. Und vor allen Dingen auch ja, zu zweit. Habe ich jetzt, habe ich reparieren gemacht? Ich weiß es nicht. So, das ist schick, das ist schick. Nee, das ist noch nicht schick hier. Okay. Müssen wir noch machen. Den Wasserkondensator da unten. Gucke mal, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das geht leider nicht. Das geht auch nicht. Nagel ginge noch. Ah, wir können den Nagel auch hier lassen und nehmen stattdessen den Laptop mit. Wegenste Drähte, die wir für irgendwas brauchen hier zum Aufrüsten. Das Ding wird noch repariert und dann hat die Mary da ganz gute Arbeit geleistet. Würde ich sagen. Und wir können eigentlich entspannt hier mal das Ding reparieren. Sie kann ruhig mal die Toilette benutzen. Anschließend wird er die Toilette gleich benutzen. So. Hat er denn jetzt noch ein Krankenhaus? Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir jemals in irgendeinem Let's Play von Sheltered hier in einem Krankenhaus waren.
Kann natürlich auch sein, dass ich das jedes Mal sage, wenn wir auf dem Krankenhaus treffen. Möchte ich nicht ausschließen. Würde ich mir zutrauen. So. Eine Dusche. Eine Dusche gibt's nicht. Aber du kannst hier nochmal ein bisschen trainieren. So. Der wird gleich die Toilette mal benutzen und ein bisschen schlafen und so weiter und so fort. Ja, wir wollen natürlich das Krankenhaus uns nochmal anschauen von innen. Was wir da finden. Infusionen. Superinfusion. Antibiotika könnten auf jeden Fall sein. Würde Sinn machen. So, wir gucken mal, ob wir mit Thomas hier ein bisschen handeln können. Ja, er würde uns sogar Antistrahlungstabletten geben für 80. Ist der doof oder was? Ansonsten Scharnier. Und ein Eimer und so. Quatsch. Nee. Will ich eigentlich alles nicht. Nee, will ich wirklich nicht. Jo. Brauchen wir alles nicht. Wollen wir alles nicht. Da kommt wieder ein Tier rein. Das ist gut. Oh, schön. Farbe. Farbe ist gut. Lebensmittel passt nicht mehr. Brauchen wir aber auch nicht unbedingt. Mal 5 Stück ist ganz okay. Aber ansonsten... Auch Entspannungsmittel, Valium. Kein Problem. Das ist schon alles gut so. Ja. Das passt auf jeden Fall. So, er muss doch auf Toilette, ne? Sie muss was trinken. Macht's auch. Danach kann sie schlafen. Wir gucken mal, was der Karl noch so hat. Hier, kleine Fabrik. So, Virginia. Virginia könnte ein bisschen was lesen oder... sich so langsam mal wieder ans Funkgerät wagen. Aber so ist auch okay. So, schauen wir mal. Oh, Schrotthaufen. Schrotthaufen ist auch immer ganz gut. Scharnier, Metall. Nix. Niente. Ich glaube, das Radio bringt doch Teile, oder? Hier, Drähte beim Recycle. Ich meine ja. So, machen wir mal so, dass wir die Dinger weg haben. Auch wenn es nur Kunststoff bringt, macht ja nichts. So, er muss schon wieder auch was trinken. Und wir gucken mal. Große Apotheke, ja, nice. Krankenhaus war jetzt nicht so viel, da war der Schrotthaufen gerade, ne? War richtig. Ich glaube, ja. Also hat sich nicht so wahnsinnig gelohnt, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Alles gut. Ich freue mich doch über die ganzen Schrottplätze, die wir da finden. Alter Falter, ist das nice. Was? Ja, schlafen ist richtig. So, Kraftstoff hinzufügen, reparieren, einmal schauen, Objekte untersuchen. Oh, das ist natürlich bitter. Dass wir hier so schöne Sachen finden und die nicht mitnehmen können. Weil wir brauchen schon Holz, ne? Oder? Mal ehrlich. Besitz 15, Besitz 16, 14, 8. Aber Antibiotika brauchen wir ja sowieso nie. Da gab es ja auch schon die Vorschläge, die zum Handeln zu benutzen und sowas, war ja auch machen. Und die Strahlungspillen, ja, klar. Um so Sachen zu erkunden und so. Eigentlich nie verkehrt, ne? Vielleicht sollten wir wirklich das Holz hier lassen. Die Antistrahlungspillen mitnehmen. Schalter. Würde ich aktuell fast sagen. So. Ja. Ich glaube, das kann gut sein. Ein Gefängnis. Waren wir schon mal im Gefängnis, Leute? Ich weiß es nicht. Oder ich irre mich genauso wie beim Krankenhaus. Kann natürlich sein. So, wie sieht es denn aus mit Clemens? Clemens ist eigentlich ganz okay drauf. Der könnte mal ein bisschen Fleisch essen. Anschließend eine Runde schlafen. Und dann kann er sich mal wieder ins Funkgerät machen, weißt du? Gute Idee. So, und die gute Charlotte, die muss auch mal ein bisschen trainieren. Die muss kräftiger werden. Und Virginia braucht noch ein bisschen Intelligenz.
Und sie kann sich mal kümmern hier um... Ja, um das Fleisch, was da draußen rumliegt. Ach nee, warte mal. Brauchen wir gar nicht. Wir sind noch ziemlich voll. Im Gefängnis gibt es natürlich ein Laptop. Es gibt Benzin. Na, können wir nicht mitnehmen, schade. Und es gäbe eine Schrotflinte, davon haben wir aber zwei im Besitz. Das heißt, die brauchen wir nicht. Die Schrotflinte. Oder aber doch. Um eine Schrotflintenfalle zu bauen. Was wir ja auch immer noch mal machen wollten eigentlich, ne? Ja, lass mal Wasser hier, nehme die Schrotflinte mit. Waffen sind immer gut. Waffen sind immer gut, Leute. Ja, Schrotze. Schrotze ist gut. Ja, ist okay. Ist okay. Butterfernseher, nö. Ich hoffe natürlich, dass wir hier durch die Radios ein bisschen Draht dann bekommen. Eigentlich könnte der Karl auch zurück. Also, so viel mehr gibt's fast gar nicht mehr, was wir uns hier holen können. Und sie könnte ans Funkgerät, oder? Und dann kann sie abgelöst werden durch Clemens. Oh, Blumenhändler. Naja, komm. Nehmen wir noch mit. Da freue ich mich schon auf die Expedition zu zweiter runter. Zu den großen Schrottplatz und zum kleinen Schrottplatz und all so ein Kram. Es ist fantastisch, Leute. Wir kriegen, glaube ich, das Wohnmobil sogar noch klar. Also, an den harten Kern, der hier immer noch zuschaut. Vielen, vielen Dank. Feiere ich echt, dass du hier mit dabei bist. Und ja, solange das so ist, wird es hier auch noch weitergehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Dein Lumi.